Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter. Es hat endlich das Volcanic-Update gegeben. Dieses Update ist jetzt für jeden verfügbar, also im offiziellen Zweig. Das Update dürfte aber, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich bin mir jetzt nicht sicher, schon da gewesen sein. Ich habe es erst heute bemerkt. Also, die Karte von The Planet Crafter wird durch die Hinzufügung von zwei neuen Biomen, dem friedlichen Vulkanbiom und dem wunderschönen Strandbiom, noch einmal größer. Bin ich schon gespannt. Die neuen Optimierer gepaart mit seltenen Sicherungen ermöglichen es ihnen, ihre Maschinen auf vielfältige Weise zu verbessern. Durch Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit von Erzextraktoren, der von Generatoren erzeugten Energie oder der Terraforming-Geschwindigkeit anderer Maschinen. Dies gibt allen Spielern die Möglichkeit, mehr Kontrolle über die Geschwindigkeit der Terraformation zu erlangen und die Hektik des späteren Spiels etwas zu reduzieren. Ja, ist okay. Wenn Sie bereit sind, ein neues Spiel zu starten, sind die neuen Spieleinstellungen die perfekte Möglichkeit, Ihr Planet-Crafting-Erlebnis je nach Ihrem Spielstil zu personalisieren. Ermöglichen Sie jetzt den Kreativmodus oder die Erzrandomisierung, um Ihr Erlebnis zu erneuern. Ja, sehr gut. Und was haben wir nun? Ihre gespeicherten Dateien werden nahtlos in das Update übernommen. Also das lobe ich mir. Das lobe ich mir wirklich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber eigentlich kenne ich das nur bei 7 Days to Die, dass bei jedem größeren Update man neu anfangen sollte, weil die Spielstände nicht zusammenpassen. Jetzt schaue ich da ganz kurz nach. Und zwar haben wir ja Satisfactory hat meines Wissens, also da musste man noch nie neu anfangen. Da wurden die Spielstände nahtlos übernommen. Genau. Da seht ihr, welche Spiele ich zumindest installiert habe. Können wir alle spielen. Wenn da jemand wirklich vielleicht einen besonderen Wunsch hat aus diesem Sortiment, weil die habe ich schon installiert. Okay, und da ist das Update. Natürlich, ihr hört den Sound nicht, weil Desktop Audio, ich müsste das jetzt extra anweisen und darum auch bei The Front hörte man leider keinen Sound, aber ich denke, es ist nicht so schlimm. Also schau, da kann man aber schon sehr viel. Kurz einmal pausieren. Also Game Mode Custom, ne? Also gibt es so Schablonen, sage ich mal, Voreinstellungen, ne? Wo man landen möchte, das kennen wir schon, ne? Dying Count, das weiß ich nicht. Also wir können ja nachher schnell reinsehen. Das machen wir. Naja, wozu Kästen aufstellen? Ne?
Okay, das mit der Taskleiste ausblenden, das lasse ich auch. Das steht mir doch nicht so gut. Okay, das wollte ich auch nicht. Das ist der Sound vom Spiel. Okay. Dieses Update enthält nicht die Terraformationsphase. Ah, das ist da noch nicht drinnen. Wir haben mit der Arbeit begonnen, aber wir wollen uns die Zeit nehmen, es richtig zu machen. Ja, kluge Entscheidung, würde ich auch sagen. Diese Phase ist komplex und wir wollen sie gut machen. Deshalb haben wir beschlossen, sie in diesem Update wegzulassen. Ich glaube, das ist auch voll okay. Spannende Neuigkeiten für das Studio. Das Studio ist gewachsen von 2 auf 5 Leute, glaube ich. Steht ja eh da, ne? Genau, von 2 zu 5. Und ja, ich würde sagen, messen wir uns rein. Machen den Desktop weg. Viele Sound sollte da sein, das ist eh, den können wir löschen. So, nur nicht unten. Wir sagen jetzt den neuen. Benutzerdefinierte Einstellungen. Also in Kreativmod klar. Landeplatz, Standard, Wasserfall, Meteorkrater, große Schlucht, Sandfälle, zufällig. Also lassen wir das einmal. Keine Konsequenzen. Oh, kann man das Tempo auch einstellen? Okay. Okay, wie oft die Wetterereignisse, der Stromverbrauch gleich 0, ne, der Verbrauch, also für einen Kreativmodus, kostenloser Bau, das heißt, man muss nicht sammeln, alles freigeschaltet, Autocrafter freigeschaltet, Drohnen freigeschaltet, Erzextraktoren freigeschaltet, Weltraumhandel freigeschaltet, Teleporter freigeschaltet, Erze randomisieren, heißt das, dass die jedes Mal woanders sind, oder wie soll ich das verstehen? Die Erde des Planeten werden zufällig ausgewählt. Dies wird das Spielerlebnis drastisch verändern. Ja, das ist mir schon klar, weil ich dann ständig nachsehen muss, wo sind jetzt die Erde. Ja, aber nett, dass sie es reinschreiben. Und das mit den Randomisieren sehen wir uns jetzt an. Wir sagen jetzt erstellen. Laden. Ah, das ist damit gemeint. Okay, nutzen wir gleich die Gelegenheit. Man sieht jetzt ja natürlich alles. Nichts da, das was neu wäre, bis auf das Bett, die Couch. Darf ich nicht, ne? Na egal, gehen wir her. Nur ganz kurz ansehen. Ah, oh, also das möchte ich jetzt gerne mal probieren. Wo bin ich denn da überhaupt? Ist er nur zum Probieren? Sondern da gehen wir her. Da ist die Tür wieder weg. Das ist uns jetzt egal.
Na, ich stehe in der Luft. Das ist sehr praktisch. So, jetzt aber. Ich möchte es ja nur sehen. Wir wollen es ja nur sehen. Ah, Moment. Wohnraum mit Kuppel. Warum sind da Pflanzen? Habe ich das falsche Teil da gebaut? Kann das sein? Wohnraum mit Kuppel. Egal, stell's her da. Ja, ich hatte das Falsche erwischt. Okay. Dann ist das natürlich ganz was anderes. Lecker. So. Okay. Wissen wir das? Monitor. Und zwar Map. Ich hoffe, das klappt. War mir klar. Warum gehe ich darüber? Außerdem ist das gar nicht da. Das. Filter ist das Licht. Zerlegen. Dekonstruktion T2. Okay. Warum geht das nicht? Steuerung? Nur wenn der richtige Chip vorhanden ist, die Taste funktioniert. Okay, da fehlt uns was Grundlegendes, aber ich bin mir sicher, dass die Erde, die was da liegen, generell random spawnen, dass es keine fixen Punkte gibt. Ich hätte mir na. Mag er nicht. Scherzkübel. So, mach auf da. Stell rein. Keine Ahnung. So.
Was ist da? Die Abbaugeschwindigkeit, Luft und so brauchen wir nicht. Braucht man natürlich auch nicht, aber ist jetzt egal. Was ist das? Das ist das Jetpack. Okay. Ich möchte nur in die Höhle kurz einen Blick reinwerfen. Seht ihr? Okay, wir gehen da jetzt raus. Egal, zurück zum Hauptmenü. Spielen und laden unseren Spielstand rein. Und siehe da, wir sind im Lagerraum, in der Lagerhalle. Ich liebe diese Truhen, Kisten, Lagerbehälter. Okay, lass mich kurz da das Ganze überfliegen. Also Drohnenstationen werden wir noch weitere zwei aufstellen, denke ich. Und zwar hier ist der Hauptlandeplatz, sage ich mal, für die Drohnen. Die sind alle draußen. Die Einser werden eingesammelt, langsam aber sicher. Und ja, einen recht herzlichen Dank für die echt netten und lieben Kommentare und auch den Tipps. Bedanke ich mich ganz recht herzlich. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich das richtig... Das ist der Energiemultiplikator. Wäre es nicht besser, ich stelle den woanders auf? Und zwar, wir machen einen Test. Und gehen zu unserem Kraftwerk. Und platzieren den da. Bin nicht zu fett, ist nicht nett. Egal. Zack. Ach nee, ja, da war ja was. Da war ja was. Wir haben ja schon mal einen abgebaut. Aber Moment. Gleich mal vorweg. Ihr wisst noch, wir haben in das neue Gebiet einen Bohrer gestellt. Ich bin gespannt, ob der jetzt irgendwo unter einem Berg, unter Wasser, also unter einer Textur ist oder nicht. So, wie heißt das? Obsidian heißt es. Ja, der Bohrer funktioniert, so wie es aussieht. Der funktioniert.
Ah, okay, und das ist jetzt übergeblieben. So, 8 Maschinen, siehst du? 75 Meter. Na, da bin ich mit gespannt. Wow! Wow! Moment einmal! Echt jetzt? Pflanzenvermehrer. Ist dann Produktionszeitteiler. Fügen Sie sich um die Gang zu verkürzen, die Artikel generieren. Ah, okay. Also einen möchte ich gerne noch aufstellen. Da kann eine Wand her, aber nicht diese Wand. Also diese gefällt mir da gar nicht. Sieht besser aus. So, ja, Obsidian natürlich. Also, da sind wir. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 4, 41. Oh, nein, man sieht, es funktioniert. Okay. Dann wäre es egal, wenn der Bohrer weg wäre, sag ich mal. Dann wäre es egal, denn er funktioniert ja. Okay, und wir optimieren was? Eigentlich das Gleiche. Das ist aber das einzige Kraftwerk, was ich habe. Und den da jetzt reinzustellen, jetzt mal nur so zum Spaß, aber da bringt ja nichts, da wird ja nichts produziert. Wenn dann da draußen. Da. Stellen wir mal daher. 8 Maschinen. Okay, es wurde erhöht, scheinbar. Also von denen brauchen wir auf jeden Fall mehr. Und ich hätte da noch eventuell sogar noch einen Bohrer mitgenommen. Mist. Was habe ich denn da jetzt? Ich hoffe, das war nur das Fenster. Ja. Ah, da hier oben haben wir ja noch komplett frei. Oh, ist das dumm. Ja, da drüben, da kann es rund gehen, bis der Arzt kommt. Seht ihr, da ist das Gebiet. Wir haben sogar ein abgestürztes Raumschiff. Um abzuchecken. Wir sind da.
Nicht das in dir. Und da ist der Bohrer. Da ist die Drohne gerade losgestartet. Haben wir ein Glück, der steht noch da. Und da daneben wurde ein Steinberg oder dergleichen abgestellt. Ah, okay, das hat sich mit Lava gefüllt. Das heißt, der Strand ist dann das da? Oder wie? Nochmal übersiedeln? Nee, das mache ich sicher nicht. Magnesium. Die richtige Taste. Was warst du, der Bohrer? Gleich mal kontrollieren, ob das Rezept noch stimmt. Ja. Okay. Vielleicht was essen und trinken unterwegs. Oh, wir dürfen gespannt sein. Oh, ist das schön. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Tatsache, ist das ein Glück? Ist das ein Glück? Oder wie? Egal, er soll das eben auch produzieren, ernten, danach bohren, egal jetzt. Und bitte Obsidian auch rausholen. Wer weiß, wie viel das wir davon brauchen. Wahrscheinlich reicht ja eine. Wir werden sehen. So, bevor ich da jetzt irgendwelche Scherben aufhebe. Sieht doch echt gut aus. Also ein dickes Lob an die Entwickler wieder. Das Spiel ist wieder sehr gelungen. Au. So, wie sieht's da aus? Das ist der Strand, oder wie? Das ist ja super. Also, absolut toll. Ah, okay, da stimmt's noch nicht so hundertprozentig mit der Textur, aber das ist egal. Wo ist bitte da der Strand? Und tut man sich da weh? Ja, da brät man wie ein Schnitzel da nicht. Ah. Wunderschön, wunderschön. Okay, da ist aber Ende im Gelände. Aber da noch hochsehen. Der Mond oder was das ist. Sieht dann mal gut aus. Ist das auch ein Plateau? Ist das auch ein Plateau oder? Ja.
Hier ist die Welt zu Ende, würde ich sagen. Da ist das Plateau. Okay. Ja, man merkt auch schon an der Farbe. Aber da ist grün. Da ist das Raumschiff. Das Raumschiff. Das Rumschiff. Rumschiff. So, da braucht man sicher wieder Energiezellen. Aber lass uns zuerst mal reinsehen. Das ist riesig. Ups. Gehört das so? Da fällt man ja durch. Haben wir da was vergessen? Textur vielleicht? Also Collider oder sowas in der Art? Irgendwie? Ah, hier unten. Okay, was ist alles da? Nix. Gar nix. Geht es nicht weiter? Geht's da rein auch wo oder eher nicht? Doch da. Ah, ja, schön. Captain, wir stürzen ab. Okay, da ist nichts. Mach die Tür zu, es zieht. So, links oder rechts? Links. Da können wir wieder Platinen können wir nicht mitnehmen. Okay, da haben wir eine Leiter. Da auch nichts. Kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite. Da geht es weiter. Alles schief, etwas ungewöhnt, aber gut. Okay, ist wurscht, jetzt haben wir ihn schon eingesteckt. Da geht's wieder runter, ganz munter. Trolleybus, okay. Okay, das habe ich mir jetzt gedacht. Da geht's auch runter. Ja, das haben wir schon. Den lasse ich da. Den brauche ich jetzt nicht. Da warte ich jetzt noch. Okay, oder doch nicht. Da verhungere ich ja vorher oder verdurste. Der geht.
Nicht schlecht. Sehr gut. Okay, verhungern tun wir nicht. Ah, da ist ja gar nichts drinnen. Scherzkekse. Und trinken gibt's nicht. Okay, da waren wir auf der anderen Seite. Ja, okay, da geht's weiter. Na komm. Ah. Na? Das geht nicht. Das ist echt schön. Es gefällt mir sehr. Okay, da waren wir. Dann gehen wir dort. Ich habe dort eine Tür gesehen, glaube ich. Nein, ja, da. Tolle Wurst. Aber ja, passt, ey, wir haben Durst. Wir müssen nochmal nach Hause und Moment einmal, lass uns doch nochmal reinschauen. Sind wir von dieser Seite, ja, oder? Gehen wir nochmal kurz rein. Ich möchte ja, also dass wir unten. Ah, okay, das ist hier und hier. So ist es oben auch. Da. Und dort, oder? Ja, okay. Und da? Andere Seite, oder wie? Oh, gut. Den Behälter, wo man die Energiezelle reinpacken kann, habe ich aber bis jetzt keinen gesehen. Und eine Riesentruhe, den Schrank, den großen. Keine Spur. Okay, wir gehen nochmal in unsere Basis. Dass wir da nicht verdursten. Daraus, oder? Ja. Nee, ja. Oh. Baumsamen. Ja, dich habe ich gesucht. So, und jetzt ab durch die Mitte, ja? Wir haben Durst, nichts zu trinken. Und die erste Warnung ist soeben gekommen. Jetzt muss ich zusehen, dass ich Land gewinne. So nicht. Auch was drinnen, aber lass das jetzt. Da geht's runter. Ich will nach Hause. Nee, Schlafraum? Nee, oder? Nee, da ist der Schrank. Geht er durch? Gehen wir da?
Ist das jetzt der Ernst? So, hier unten mal gar nicht. Es war hier oben. Da. Na, echt jetzt? Wo bin ich denn da reingekommen? Das gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, jetzt werde ich sterben. Weil ich, Doofian, den Ausgang nicht finde. Das gibt's ja nicht. Ah, okay, doch die falsche Richtung. Also ob wir das jetzt noch schaffen, ich hoffe. Aber ich sehe schwarz. So langsam wie der unterwegs ist. Aber wir sind wenigstens aus dem Schiff da. Draußen. Und wir haben nichts zu trinken mit. Also, ja, wenn ich da noch mal reingehe, muss ich was mitnehmen. Schaffen wir das noch? Es wird ein enges Höschen. Alter Falter, aber wir haben es geschafft. Aber wir haben es wieder mal geschafft. So, das ist ein Kenner. Bringen wir die Sachen zurück, nehmen uns dann zu essen und zu trinken mit. Sekunde. Ich muss ja auch trinken. So, Obsidian, rein damit. Biokunststoff haben wir keinen. Iridium ist voll. Ich muss mir da echt... voll. Okay. Ich sollte echt bald beginnen, die Mitte mit den Dingen aufzufüllen. Schwefel ist voll. Da ist noch nichts an Bord. Kürbis, Pilze. Ja, hallo. Und guten Morgen. Silizium, okay. Kobalt haben wir auch keines mit. Magnesium auch schon voll. Alu, natürlich voll. Duperlig, ach du liebes bisschen. Platinen, zum Glück noch nicht voll. Osmiumstab haben wir keinen. Ah, ich sehe eine. Bauen wir noch auf. Eisen. Danke, dass ich da noch was dazulegen darf. Kobalt haben wir auch keines. Pulsarquarz haben wir einen. Bienenlarven und Honig. Ja, tatsächlich beides enthalten. Honig ist bereits schon voll. Wasser, Seide, auch schon voll. Wasser natürlich, Obsidian, Biokunststoff, Iridium, Uran. Okay, ich dachte, ich habe die Stäbe da schon reingepackt, aber
Natürlich, Osmiumstab, da ist er ja, aber ich habe keinen Bäh. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da die zwei rein, und zwar Uranstab. Der Uranstab. Und der soll da bitte rein. Hier ist er. Und da kommt Iridiumstab. Man auch so. Okay, dann würde ich hier sagen, Algen. Packen wir die Algen rein. Ob er das automatisch macht, weiß ich nicht. Schwarzpulver, natürlich gehört das auch noch. Aber seht ihr, so viel ist es momentan noch nicht und darum lasse ich das auch hier noch. Das sind noch alle drei Sorten, also Häkchen da. Das soll da gerne rein, das passt dabei schon. So, das können wir wegschmatzen später. Baumsamen. Bohnen. Die Saat. Na, also, egal. Ich weiß, dass es Baumsamen sind. Ich schreibe es jetzt trotzdem da. Alustäbe haben wir ja auch noch. Hab ich. Dies gehört auch noch rüber geschafft. Genau, Moment einmal. Iridiumstab. Rüber damit bitte. Heißt, Stab stimmt nicht mehr, aber Iridium stimmt noch. Ich würde sagen, nein, nichts mehr hereinpacken. Das soll ja leer werden. Uranstab. Okay, wir sind leer. Passt. So, Uran kann raus, nicht rein, raus in dem Fall. Der Kunststoff kann mit. Und das Zeolit auch da bleiben. Es soll selbst wandern. Wenn ich es finde, da. Das soll selbst wandern, da ist eh nichts drinnen. Da habe ich ja schon gesagt, bitte auswandern, das ist egal. Das ist auch schon leer. Iridium, bitte da abholen. Nicht rein, sondern raus. Schwefel ist draußen, also löschen.
auch noch Schwefel. Bitte rausnehmen. Schwefel. Das stimmt noch. Das stimmt auch noch. Auch dieses. Aber bitte umräumen. Ah, das sind ja Bakterienproben. Da ist Mutagen drinnen und da darf es auch rein, sobald ich es habe. Wo ist es denn? Ja, wo haben wir es denn? Da haben wir T2. Hallo, wo ist es? Also die Suche da, die ist verheerend. Da, Mutagen. Warum drücke denn ständig die falsche Taste? Okay, und da haben wir Mutagen T2, T4, T3. Was ist denn das für Schert? Oh, ich würde mal sagen, so passt das. Und bitte da rein. Natürlich passt es, sonst wäre das ja nicht voll. Und ja, Mutagen. Kommen. Ich würde sagen, wir werden es dann sehen. T2. Ich glaube, der hat Durst. Mal den Spielstand speichern. Denn da drinnen? Osmium? Ja. Genau. Stab. Der Uran. Jawohl. So, da waren wir. Und zwar T2. T3.
T4. Und ich glaube, das war's auch schon. Das passt. Osmium. Zeolit ist natürlich schon voll. Keinen Schrank mehr frei. Okay, das heißt, gleich noch was aufstellen. Und zwar brauchen wir für die guten Stücke 4 Eier und 2 Platinen. Bis ich mich daran gewöhnt habe. Vielleicht gehe ich her. Ich weiß nicht, kann man. Ja, sicher. Schilder. Kann man. Boah, Schilder, Symbole würden was bringen. Ich könnte auch hergehen und überall was drauflegen oder davorlegen. Was suche ich denn jetzt über Platinen? Da. Superlegierung. Geht sich nicht aus. Aber ich denke, dass Superlegierung, ich würde sagen, lassen wir das so. Und da. Das sind die Fuß. Die Sicherungen können wir da reinpacken. Also diese Teile da. Da würde ich sagen, da soll er reinmachen, alle. Alle, was es so gibt. Scheinbar nur die 4. Ja. Okay. Und, meine lieben Freunde? Da fehlt ja noch was. Die Dinger. Nee, nee. Und wisst ihr warum? So viel werden wir von den Dingen nicht produzieren. Ganz sicher nicht. Wir können sie gerne hier reingeben. Und auch hier das Gleiche.
denke nicht, dass das andere einen Sinn macht. So, das passt. Haben wir Post bekommen? Nein. Das heißt, wie jetzt? Also vom Satelliten, von der anderen Welt sozusagen. Also von außerhalb sind die Nachrichten. Und da kann man da kommunizieren, kann man das im Netzwerk spielen? Blöde Frage. Nee. Kann man nicht. Da wäre ein Baum drinnen. Ich denke, ich wollte mal einen aufstellen. Und lasst uns da Saat. Ja, ich bin richtig. 125 hat das gute Stück. Okay, soll er selbst draus machen? Das werde ich machen müssen. Da kommt dann... Beziehungsweise muss ich nicht machen. Ich kann es automatisieren auch. So, ich denke, das sind eh nur 4. Ja. Und an den gewünschten Stellen wieder eingefügt. Ne? Die Luft ist draußen. Dann können wir das wegmachen. Da ist Luft noch drinnen. Wasser. Das gleiche. Ich probiere das jetzt mal mit 1, damit er diese zuerst nimmt. Hoffe ich jedenfalls, dass plus 1 nehmen heißt, also früher nehmen. Platinen sind leer. Na. Okay, das passt doch noch. Theolit. Das soll er machen. Ja, wir können hergehen. Eigentlich und uns überlegen, wie soll unsere hübsche Base denn aussehen? Also der Raum, der bleibt. Dann der natürlich auch. Den könnte man wegmachen, andererseits steht schon da. Die Kästen also ein bisschen umräumen, auf jeden Fall. Und oben haben wir ja auch noch eine jede Menge und da denke ich, eventuell Lagerräume zu machen. Also hier alles anfüllen mit Lagercontainern, ne? Und zwar den guten. Da wo dann wirklich alles auch da ist. Dann ist hier die Hauptproduktionsstätte, die Fertigung sozusagen. Da oder so, ne? Und das Telefon. Warnung, ja, okay. Das wäre doch eine Idee. Lasst mich ganz kurz schauen, bitte. Wie lange nehme ich denn auf? Denn ich muss noch was machen zu später Stunde. Eine Stunde. Ich nehme eh schon eine Stunde auf. Ich verabschiede mich heute.
für heute. Bei Gefallen bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und für all diese, denen es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren und kommentieren fleißig bitte. Dient den Algorithmus von YouTube und bringt letztendlich jedem was. Dir, mir, jeden. Weil das Video einfach anders gelistet wird. Ne? Okay, dann sage ich einen recht herzlichen Dank nochmal und tschüss, bis zum nächsten Mal.